Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute machen wir ein Vintage-Projekt, Shabby Chic, wie auch immer. Ich habe hier jetzt die Acrylfarbe Rosa von Stamperia benutzt. Das ist die Cup 53 und habe sie ein bisschen mit Wasser verdünnt. Hier nochmal, habe ein bisschen wenig Farbe genommen gehabt. Ach nee, genau. Ach, seht ihr? Die Sachen muss ich auch noch einpinseln. Hatte ich doch nicht zu wenig. Genau, das sind so Deko-Sachen, die ich mal bei Ali gekauft habe. Und ja, jetzt nehme ich ein ganz normales Teelicht und bringe auf diese erste Farbe, die möchte ich nämlich später, dass die durchkommt, Kerzenwachs drauf auf und das gibt nachher einen richtig schönen Look. An den Seiten hat es leider nicht so geklappt, das ist schade. Ja, jetzt gehe ich mit dem Sea Art Gesso in Weiß über das Rosa und dem Kerzenwachs drüber. Das wird unsere Hauptfarbe. Und hier natürlich genau das Gleiche. Wir wollen hier natürlich auch diesen Shabby Look drauf machen, hinbekommen, wie auch immer. Und natürlich wird hier auch wieder mit weißem Gesso rübergegangen. Das Rosa schimmert dann noch so ein bisschen durch und da kommt gleich noch eine zweite Schicht mit weißem Gesso drauf. Trotzdem schimmert das Rosa, trotz der zweiten Schicht dann, schimmert das Rosa trotzdem noch ein bisschen durch. Aber das ist nicht so schlimm. Das macht gar nichts. Ja, hier kommt die zweite Schicht. Ein bisschen trocken föhnen. Wir wollen ja schnell weiterarbeiten, hier auch. Ja, und dieses hier, das hatte ich bei Biene gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Das sind so kleine Blättchen. Da habe ich sie mir rausgesucht. Genau, und dieses Runde will ich als Rahmen ringsrum nehmen. Deswegen gucke ich immer, wie viel ich abschneiden muss. Hier ist leider der Ton an, das tut mir furchtbar leid. Hier habe ich vergessen, als ich das Video zurechtgeschnitten habe, den Ton auszuschalten. Genau, hier nehme ich jetzt das Distress Oxide Vintage Photo und inke die Ränder vom Bild, von dem großen Rahmen. Und gleich kommen auch noch die kleinen Teile. Ah ja, jetzt gehe ich aber erstmal mit meinem Tuch über das weiße getrocknete Gesso rüber. Und an der Stelle, wo wir den Kerzenwachs aufgebracht haben, da können wir jetzt schön das Weiß abnehmen und haben dann diesen Shabby Look. Ja, wie ich vorhin schon sagte, an den Seiten hat es leider nicht richtig funktioniert. Das ist schade, aber gut, ist halt so. Ja, und hier genau das Gleiche. Ja, da könnt ihr das schön sehen. Sieht toll aus. Also ich mag's. Ich find's total klasse. Ja, hier wird jetzt auch noch geinkt. Ich habe sonst immer distressed gesagt, ne? Aber das heißt ja inken. Es soll ja einheitlich aussehen.
Ah ja, den Pinökel habe ich da unten natürlich noch vergessen. Also erstmal das Rosa drauf. Und dann wird da genau das Gleiche gemacht wie bei den anderen Sachen auch. Ja, und jetzt gucke ich, wo platziere ich das Mädel. Ich bin irgendwie sehr rechtslastig. Ich mache alles sehr weit rechts. Ja, am liebsten klebe ich, ich weiß gar nicht warum, mit dem Glossy Accents. Weiß ich nicht. Finde ich einfach super. Ich finde, das klebt richtig gut. Ja, hier nehme ich ganz normalen Karton, um so ein bisschen in 3D zu gehen. Klebe das hinten drauf und gucke immer noch mal. Ja, jetzt müssen wir hier die weiße Schicht drauf machen. Und was habe ich natürlich vergessen? Den Kerzenwachs, ne? Manchmal bin ich ja schon ein bisschen dummtrottelig. Ja, diese Dinger habe ich schon Ewigkeiten in meinem Fundus. Die habe ich mir bei DM gekauft. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das passt doch hier super drauf. Ja, diese Blumen, die sind von Prima Marketing. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Blog heißt. Ja, und jetzt wird es fix gemacht, ne? Oh ja, das war ein Akt. Das ist ja ganz fein geklebt. Ihr seht mich da fummeln. Oh Gott. Da habe ich ja auch innerlich geflucht, muss ich sagen. Denken, bin ich zu weit rechts, links gewesen. Und ach, hier bin ich mal wieder aus der Kamera raus. Aber das kennt ihr von mir ja auch. So, nochmal ein bisschen mit Glossy hinterher an den Stellen, wo es nicht richtig geklebt hat. Wobei ich sagen muss, so Strasssteine und so klebe ich generell sehr gerne mit Glossy fest. Ja, hier werden natürlich die Blumen dann auch noch geinkt. Ja, und dann werden die noch platziert. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Das ist ja voll meine Farbe, ne? Dieses, also ich mag ja eh dieses Shabby und Rosa, diese Pastelltöne. Ja, herrlich. Gefällt mir richtig gut. Was mögt ihr denn gerne? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Mögt ihr lieber Shabby, lieber Vintage, Gothic, was auch immer für eine Sparte? Ja, irgendwie finde ich, ist das Video ein bisschen schnell. Ich habe hier die 16-fache Geschwindigkeit und ja, im Nachhinein muss ich sagen, ist das doch ein bisschen fix. Ein bisschen stressig fürs Auge, aber ich gelobe Besserung bei den nächsten Videos. Das heißt, die Folgevideos, also die, die ich danach gemacht habe, die aber schon länger online sind, die sind schon langsamer. Ja, an dieser Stelle kann ich mich dann auch schon von euch verabschieden, weil wir am Ende angekommen sind. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und ja, wer mich noch nicht abonniert hat, da würde ich mich über ein Abo freuen. Natürlich über einen Daumen hoch und auch über Kommentare. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen schönen Abend.